So, dann wir machen weiter mit Civilization 6 und mit dem Heiligen Römischen Reich, mit WB, das bin ich, mit euch auch, und weiter, weiter, weiter. Wir sind hier dabei, diesen fremden Kontinent zu entdecken. Es sieht wirklich aus, als hätte der Kontinent Größe. Das sieht richtig, richtig groß aus. Es könnte sein, dass hier niemand anders von der anderen Seite kommt. Es gibt zwei andere Leute noch in der Partie, zwei Fraktionen, zwei KI-Konkurrenten. Entweder haben die einen eigenen Kontinent erwischt und das wäre so eine Art neue Welt, die unbesiedelt ist, oder dieser Kontinent ist so groß für die beiden KIs, die es noch im Spiel gibt, dass hier noch größere Flächen frei sind, müssen wir schauen. Der Vorteil ist, das Ganze ist spieltechnisch auch ein neuer Kontinent, das seht ihr an den verschiedenen Farben, und das wiederum bedeutet, erkläre ich mal den Civ-Einsteigern, dass wir dort viele neue Luxusgüter finden werden, denn jeder geografische Kontinent hier im Spiel hat sein eigenes individuelles Set von Luxusgütern. Und bei Civ gilt ja, dass jeder Typ von Luxusressourcen, den man hat, jeweils eine Annehmlichkeit verteilt für vier Städte. Das heißt, wenn man so an der Grenze ist zwischen zwei Kontinenten, ist wie hier und dann verschiedene Kontinente abgreift hier vorne, dann ist das für die Expansion eine glückliche Geschichte. Ja, wir spielen auf einer kleinen Karte North Bowman, deshalb bin ich sehr überrascht, dass wir hier anscheinend so viel Platz haben. Das finde ich ziemlich cool eigentlich. Bei 6 KIs, bei 5 KIs, finde ich krass. Also irgendwo sind noch zwei Leute, aber wo die sind, keine Ahnung. Wir machen mal weiter, ziehen ein bisschen hin und her, sind wieder hier vorne angekommen. Und ich wollte ein paar Truppen ja rüber schicken auf die andere Seite. Wir haben schon einen Speer, das ist der, der zieht nach rechts. Wir haben Joroli. Danke an Joroli fürs 21. Abo. Ach nein. Warum gewinne ich bei Siphonie, fragst du? Ah nein. Das ist einfach eine Frage von Erfahrung. Und wenn du noch mehr spielst, wenn du geduldig spielst und nachdenkst, dann wird das alles klappen, im Ernst. Und ich sage auch nochmal allen, die neu dabei sind, es gibt ein Crashkurs-Video von mir zu Civ 6, die Chatmods auf Twitch. Haben den Link drauf, auf YouTube gibt es den auch auf der Hauptseite des YouTube-Kanals. Da erkläre ich in, okay, 40 Minuten, aber doch sehr kompakt die wichtigsten Dinge, die man wissen muss für Civ 6, und gebe auch eine Menge nützlicher Tipps, finde ich. Dann Johannesburg läuft wieder halbwegs von der Loyalität her. Sehr schön. Loyalität steigt und steigt. Das ist die Loyalitätsansicht. Plus 4, das ist fein. Deshalb gibt es auch mittlerweile wieder eine Produktion und der Malus auf die Produktion sinkt. Audienza werden 18 Runden fertig. Das nutzen wir mal. Den ziehen wir durch. Stadtmauer hin oder her. Danke an Rollingson fürs Abo. Hi, dass du verschenkst. An Serkai, danke an dich. Sehr liebenswürdig. Und dann haben wir hier eigentlich, ja, wir müssen uns überlegen, also wenn wir in 4 Runden mit den Mittelaltermärkten durch sind und ein Gornüstitel bekommen und wenn wir spätestens in 18 Runden den Audienzsaal haben, mit noch mehr Annehmlichkeiten und mit dem nächsten Gornüstitel, den wir dann bekommen, da könnten wir tatsächlich, ich finde das eigentlich ganz gut, beginnen mit Magnus zu arbeiten, dem 2 Beförderungen zu geben und irgendwo eine Stadt komplett umstellen auf Siedlerproduktion. Das sollte eine sein, mit sehr viel Produktion natürlich. 16 hier, 21 in Osterwunder, 10 hier in Aachen, 15. Osterwunder hat noch keinen Gouverneur, 7 Runden der nächste Bürger. Hier nochmal Sägewerke boosten, Leute umsetzen. Da kann man viel holen. Wie viel Nahrungsüberschuss haben wir hier? Plus 4. Also man kann ja problemlos eine 6er-Stadt aufbauen. Klar, wir wollen ja tolle Bezirke auch noch hinsetzen, aber hier eine Siedlerpumpe zentral in Osterwunder, die den Kontinent hier versorgt mit Siedlern, gleichzeitig nah genug an der Ostküste gelegen, um auch diesen Kontinent mit Siedlern zu versorgen. Kann ich mir gut vorstellen, hier ein Osterwunder zu planen. Ja, das heißt dann aber, wenn wir diesen Plan durchziehen, dass wir den Handwerker hier, der nur noch eine Aktion hat, dafür nutzen, erstmal für reparieren, aber dann um hochzuziehen und hier diesen Wald zu entfernen.
das Geländefeld dazu, Wald entfernen, roden, dann ist der Audienzsaal früher fertig. Dann haben wir auch den nächsten Titel. So würde ich es machen. Mit dem ersten Gouverneurstitel, der fertig ist in 4 Runden, können wir uns Magnus holen. Den platzieren wir dann schon mal in Osterwunder. Der ist dann in 9 Runden, 4+5 etabliert. Dann greifen seine Boni. Und dann könnten wir das so durchziehen. Zuerst den Feudalismus, Handwerker verbessern, dann die Gilden. Die dauern allerdings lange, weil die 2 Märkte als Boost nicht zur Verfügung stellen. Dann kommt noch ein Gouverneurstitel dazu und so weiter. Ja, das sollten wir machen. Bin ich sehr für. Chat spricht davon, ein Steinfeld dazu zu holen, zu entfernen, wäre auch eine Möglichkeit, aber ich finde es eigentlich klüger, einen Wald zu entfernen im Zweifelsfall als ein Steinfeld. Weil bei einem Hügel mit einem Wald, da ist das nicht schlimm. Wenn der Wald irgendwann weg ist, dann nutzt man den Hügel halt mit einer Mine, statt mit einem Sägewerk. Bei einem Steinfeld dagegen ärgert man sich immer. Das ist weg und der Bonus ist dann wirklich weg und egal was darauf ist, man ärgert sich irgendwie immer. Siedler können auch gekauft werden, Wiedland richtiger Hinweis, aber wir haben nicht so ein dickes Nahrungsüberschuss, wie wir uns das wünschen würden. Deshalb sehe ich das eher so, dass wir Osterwunder durch Produktion zu einer Siedlerpumpe machen. Auch deshalb, weil man hier ein ganz tolles Industriegebiet setzen kann, hier vorne. Das noch viele Produktionspunkte bringt, ein Hanse, unser Spezialdistrikt. Und wenn wir jetzt viele Siedler haben wollen, werden wir die eher über Produktions holen als über Gold halt, denke ich mal. Ich mache immer alle Steine weg, mein Dschungelschleichs. Ein paar Einheiten nach oben ziehen, hier droht uns keine Gefahr. Wir brauchen Einheiten auch zum Erkunden hier, zum Niederwerfen von Bonusdörfern, zum Niederwerfen von Barbarencamps. Würde ich machen. Wir ziehen mal. Den können wir gut skillen gegen Barbaren noch. Den ziehen wir rauf. Der zieht hier oben hin. Einen lassen wir mal hier, falls die Maori durchdrehen und uns angreifen wollen. Lassen wir auch den Bogenschützen hier. Der dagegen kann mit nach oben ziehen. Und den Rambok lassen wir mal in Kandy stehen. Ich weiß auch nicht so richtig, was wir sonst mit dem anfangen sollen. Wiedlands Wüstenland. Stadtmauern stehen. Handwerker in 5 Runden kommt zu spät, kommt zu früh. Den Feudalismus werden wir haben erst in 9 Runden. Und dann mit der Handwerkerkarte wollen wir schneller bauen. Siedler bauen machen wir sicher nicht hier. Wir könnten sogar ein bisschen in die Produktion reingehen, um schneller zu forschen. Distrikt bauen. Ach so, natürlich. Entschuldigung, Petra natürlich. Das Weltwunder. Petra wollen wir bauen. Und Petra könnte hier entstehen. Könnte hier oben entstehen. Dann können wir daneben noch verschiedene Theaterplätze platzieren. Hier könnte Petra zum Beispiel hin. Ich setze mal einen Pin dafür. Wenn hier das Weltwunder Petra entstehen würde. Das bringt 2 Nahrung, 2 Gold, 1 Produktion auf allen Wüstengeländefeldern, es seien solche mit Schwemmland. Das wäre zwar selber auch ein Wüstenfeld, die Erträge würden wir hier kaputt machen, aber es ist auch nur baubar auf Wüste. Insofern, ne, ist klar. Wenn wir das hier hinsetzen würden, könnten wir nachher mit Theaterplätzen daneben arbeiten. Wir könnten hier zum Beispiel, dann würden wir auch das schöne Feld kaputt machen, aber wir könnten auch hier oben einen Theaterplatz hinsetzen. Das hätte dann hier +2 als Nachbarschaftsbonus. Ich würde die Geleier. Der bekommt hier, die heilige Stätte hier bekommt einen Nachbarschaftsbonus von dem Wüstenfeld, auch wenn da gar kein Bezirk steht. Mhm. Gebel Barkal ist immer auch ein Thema. Wir sollten uns vielleicht als erstes überlegen, wo wir Siedler hier unten links hinstehen. Das ist wichtiger.
damit wir einen Plan dafür haben, dass wir uns hier nichts verbauen. Wo bauen wir noch Städte hier links unten hin? Wo stellen wir welche hin? Wir haben eine Religion, die uns dabei extrem nützlich ist. Das ist der Glaubenssatz, dass wir erstens, der Pantheon-Glaubenssatz, dass heilige Städtebezirke extra Glauben bekommen von Wüstenfeldern daneben. Das heißt, dadurch bekommen sie einen natürlichen Sockel an Nachbarschaftsbonus und das koppeln wir mit der Arbeitsethik. Heilige Städtebezirke geben Produktion in gleicher Höhe und mit einer Wirtschaftspolitikkarte, das ist dieser hier, die den heiligen Städten Nachbarschaftsbonus nochmal verdoppeln. Das heißt, wir sollten Städte finden, wo wir heilige Städten bauen, mit extrem viel Wüstenfeldern um sie herum. Das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist der Plan. Eine Möglichkeit, eine Stadt, die auf einem grünen Feld steht, das ist die Siedlerkarte, durch die wir Trinkwasser haben und viele Wüstenfelder anbei. Das ist der Nachbarschaftsbonus von fremden Städten, der Loyalitätsdruck von fremden Städten. Also wenn wir hier zum Beispiel eine Stadt gründen, ich setze mal einfach mal so einen Pin hin, testweise. Hier hin. Wenn das ein Stadtzentrum wäre, dann könnte man zum Beispiel hier einen Campus hinsetzen. Und der dadurch, dass er zwei neben zwei geothermischen Rissen steht, die plus zwei an Nachbarschaftsbonus geben, in Summe plus vier hätten, also vier Forschung würde hier entstehen. Dann könnten wir eine heilige Stätte planen. Hier zum Beispiel. Und die hätte dann einen 6 Glaubens, 6 6 Nachbarschaftsbonus drumherum über das Pantheon, also 6 Glauben. Und hätte außerdem noch einen 7. dadurch, dass zwei Bezirke daneben stehen. Dann wären wir bei 7. 7 Nachbarschaftsbonus. Denn hier wird der Vulkan, ja, das ist doof. Der Vulkan ist blöd, dann wird er ständig kaputt gemacht. Das stimmt, ja. Ja, aber da müssten wir eventuell pokern, ne? Vulkan ist echt doof. Wir spielen auch auf Dreier-Wahrscheinlichkeit, Katastrophenwahrscheinlichkeit. 3 von 4, die es maximal gibt. Ja, das stimmt, das ist riskant. Da müsste man immer viel reparieren. Wir könnten allerdings schnell reparieren durch die heilige Stätte hier, die diesen tollen Nachbarschaftsbonus hätten und die viele Produktion. Megafuß schreibt es auch im Chat. Mhm. Das heißt, zuerst die heilige Stätte, auch wegen Produktion, dann der Campus. Ja, es könnte so klappen. Wir könnten stattdessen irgendwo gucken, dass wir an den Berg andocken. Wir könnten zum Beispiel auch hier hingehen. Mit dem Campus-Distrikt. Der hätte plus 2 von dem geothermischen Riss hier und jeweils plus 1 von jedem Berg und wäre nicht so gefährdet durch den Ätna. Wir hätten dann nicht mehr den Bonus hier für die heilige Stätte, aber dafür ging der nicht so schnell kaputt. Ja, so können wir es auch machen. Von Smith schreibt es gerade auch. Ingo Jones hat abonniert. Danke fürs 14. Abo an dich, Ingo. Viel Spaß auf YouTube. Danke, dass du extra für das Twitch-Abo vorbeigekommen bist. Liebe Grüße an Ingo nochmal. Also das können wir machen. Dann ja, dann können wir hier diverse Handelsdistrikte platzieren. Das können wir uns später angucken. Wir müssten auch immer Ausschau halten nach unserem Spezialdistrikt. Das ist ja die Hanse. Und die Hanse funktioniert anders als die üblichen Industriebezirke. Die bekommt 2, einen Produktionspunkt für jede Ressource daneben. Egal welchen Typs. Das ist so der stärkste Bonus, ne? Und zum Beispiel nochmal 2 Produktionen durch Handelszentren und so weiter. Das heißt, da könnten wir hier unten auch schon mal planen. Das ist eine Ressource hier, das Silbervorkommen. Kupfer hier unten, Achtung Ätna. Was hier liegt, wissen wir nicht. Eine Ressource hier, eine hier. Hier ein Handelszentrum. Nee, das klappt nicht. Das könnte ein Industriegebiet sein hier. Das wäre allerdings im dritten Ring. Könnte man aber gut machen. Das ist auch wieder ein Vulkan hier.
wenn wir hier eine Hanse hinsetzen würden. Ja, die bekommt durch Steinbrüche leider keine Nachbarschaftsbonus im Vergleich zu normalen Industriegebieten. Deshalb haben wir da nicht so viel von. Also wenn wir den hier hinsetzen würden, dann hätten wir zwar drei Ressourcen drumherum. Hier oben hätten wir auch drei. Wir könnten ein Handelszentrum aber daneben setzen. Dann wird das eher klappen. Wir setzen erstmal die anderen Städte. Wir gucken so rum. Steinbrüche zählen nicht für die Hanse, nein. Campus zwischen die drei heiligen Städten. Hier vorne hin. Kann man machen, aber wenn wir wirklich das mit Petra durchziehen, mit dem Bau dieses Weltwunders hier, dann geben wir alle Wüstenfelder, auf denen kein Bezirk steht. Dank Petra. Zwei Nahrung, zwei Gold, eine Produktion. Und dann würde ich nicht zu viele Wüstenfelder mit Bezirken überbauen. Das ist nicht so klug. Lass uns erstmal die weiteren Städte platzieren. Also die Stadt hier finde ich schon mal eine coole Sache. Damit können wir jetzt weiterarbeiten. Das speichere ich uns einmal ab. Dann gehen wir rüber und gucken uns andere mögliche Stadtfelder an. Ja, von wegen träumt im Chat von einer gigantischen Kombination hier von allen coolen Sachen mit Unterhaltungskomplexen, Theaterplätzen und so weiter. Wir platzieren erstmal alle Städte und dann denken wir von den Städten aus weiter. Weil ja auch die Unterhaltungsbezirke zum Beispiel, die muss man immer ja denken, in einem gewissen Abstand zu den Stadtzentren drumherum, damit das wirklich cool funktioniert. Erstmal die anderen Städte noch platzieren. Also, das ist eine Stadt hier. Man braucht Minimum 4 Felder Abstand, bis man die nächste Stadt setzen kann. Und wenn man die zu eng baut, ist es auch nicht so clever, weil die dann sich potenziell coole Geländefelder wegnehmen. Also hier auf jeden Fall einer hin. Hier oben ist keine Wüste mehr, das ist leider nur Ebene. Wüste ist nur hier vorne. Chat meint, wir sollten was? Die heilige Stätte von einer neuen Stadt ein Feld weiter nach Süden, damit Petra mehr Felder gibt. Ja, das könnte man machen. Mhm. Die Idee gefällt mir. Die finde ich sehr sympathisch. Du meinst nicht weiter südlich, du meinst südwestlich, ne? Im nicht direkt neben den Ätna. Hierhin. Das wären immer noch ein 6er Nachbarschaftsbonus, weil 6 Wüsten drumherum stehen. Aber wir hätten dann ein Feld mehr, das man als Petra-Feld nutzen könnte für Wiedlands Wüstenland. Das ist eine gute Idee, ja. Und vielleicht setzen wir sogar hier einen Handelsdistrikt hin, ne? Gucken wir uns nachher an. Erst die weiteren Städte platzieren. Das ist die Übersichtslinse für, wo man Trinkwasser hätte und wo man Bezirke, wo man Städte gut hinsetzen kann. Also wenn wir zum Beispiel kriegen wir ja noch 2 hin in die Trinkwasserzonen. Haben wir hier eine gute Hafenstadt potenziell mal. Mhm. Und das ist alles Wüste hier. Das ist wäre höchstens für eine heilige Stätte cool. Mehr als ein 4er Nachbarschaftsbonus für eine heilige Stätte bekommt man ja leider nirgendwo hin. Wenn man hier eine Stadt hinsetzt, dann einen Hafen, dann eine heilige Stätte, 1, 2, 3, 4 Nachbarschaftsbonus, Hafen hierhin. Ich setze mal ein paar Pins. Das ist Überschwemmungsgebiet, aber erst ein ganz spätes. Das geht auch. Wir setzen mal eine Stadt hier hin. Da hätte man die Überschwemmungszone weg. Einen Hafen hier vorne hin. Der Hafen hätte dann einen Nachbarschaftsbonus von jeweils plus 1 für jede Meeresressource und von plus 2 durch das Stadtzentrum. Hätte also einen 4er Nachbarschaftsbonus hier. Das ist schon mal ganz eine coole Geschichte, die beiden hier. Dann die heilige Stätte. Ich würde natürlich auch gerne hier die Felder hier abgreifen, aber die holt sich wahrscheinlich eher Porto hier, die Felder.
Da kommen wir schwer ran und der Loyalitätsdruck ist auch sehr stark. Das ist ein Überschwemmungsgebiet, wenngleich auch ein sehr spätes. Und dann würden wir eine heilige Stätte setzen. Hier unten hin. Hätten wir 1, 2, 3, 4 Nachbarschaftsbonus. So, die beiden als erster. Für den Campus weit und breit kein tolles Geländefeld, ne? Campus-Distrikte kann man gut immer bauen in solche Gebirgsnischen rein. Also das wäre zum Beispiel hier ein Vierer-Campus-Distrikt hier vorne. Aber um den bauen zu können, müsste man höchstens 3 Felder entfernt eine Stadt hinsetzen. Hier ist überall der Loyalitätsdruck so extrem, hier bekommt man, das schaffen wir nicht. Hier wäre ein Dreier-Campus möglich, hier reingebaut. Aber dann müsste man die Stadt hier oben hinsetzen auf dieses Feld. 3er Nachbarschaftsbonus, das ginge schon. Hätten wir hier einen 4er Campus hier. Hier so reingebaut. Ne, ein 3er Campus. 1, 2, 3 Nachbarschaftsbonus. Durch 3 Berge, das wäre hier ein 3er Campus. Das hier unten, Leute. Das wäre ein 5er Campus, ne? Neben dem Regierungsplatz, ja, da könnte man einen Campus hinsetzen, der hätte auch einen Dreierbonus, das stimmt, aber das ist so ein tolles Geländefeld hier, das würde ich nicht so furchtbar gerne kaputt machen. Das würde mir nicht viel Vergnügen bereiten, hier eine Stadt drauf, also hier einen Campus drauf zu setzen. Also wenn wir runterziehen würden, hätten wir hier einen Dreier-Campus, allerdings würden wir dann den tollen Hafen da oben aufgeben. Ich glaube, ich würde es so lassen. Wir lassen das hier erstmal stehen. Ich kann es mal als Test hinsetzen, damit ihr gut mitdenken könnt. Also das wäre der Campus-Test hier, der Dreier-Campus. Wegen 3 Bergen drumherum. Und dann müsste man hier oder hier eine Stadt hinsetzen. Wir wollten die eigentlich ans Wasser setzen, weil sonst ist Wohnraum doof. Das heißt, man müsste die hier hinsetzen, wo der Bezirk gerade eingezeichnet ist. Und dann müsste man sich runterkaufen mit viel Geld, um überhaupt den Campus setzen zu können. Man hätte allerdings schöne Geländerfelder hier, die allerdings auch Johannesburg nutzen könnte. Ah, das haut mich. Ich würde es so lassen. Wir machen das nicht. Wir machen das hier oben. Da muss man sich nur runterkaufen, da habe ich keinen Bock drauf. Nachbarschaftsbonus wird sich verändern, aber in welcher Art, wissen wir nicht ganz sicher. Hier oben haben wir eigentlich nichts falsch mit. Einmal abspeichern mit F5 und rauf und weitere Städte platzieren. So, eine Stadt hier eingezeichnet, eine hier vorne. Minimum 4 Geländefelder Entfernung für die nächste Stätte. Hier ist Trinkwasser, das wir abgreifen können. Dunkles grünes Wasser. Bisschen Abstand von Johannesburg. Wüste ist hier oben leider keine. Nur Ebenen. Coole Felder für Campus-Distrikte auch keine. Das heißt, wir müssen hier mal eher ausschalten nach einem Industriegebirgegebiet oder nach einem Unterhaltungsdistrikt, den man zentral setzt, nach einem Theaterplatz. Dafür wären das eher gute Geländefelder hier. Haben wir mehrere Ressourcen, die hier nebeneinander stehen, wo man schön eine Hanse platzieren könnte. Ihr seht hier eine geniale Hanse hier irgendwo. Ein Produktionsbonus wie der Ressource neben einer Hanse und plus 2 durch ein Handelszentrum daneben. Also denkt dran, unsere Hanse funktioniert anders als die üblichen Industriegebiete. 3 Ressourcen sehe ich hier nirgendwo. Nebeneinander. Ich sehe immer nur 2 nebeneinander. Hier wären 3. Hier könnte man ein Industriegebiet hinsetzen. Das hätte hier einen 3er Nachbarschaftsbonus. Wir platzieren es da mal testweise. Ob wir es wirklich bauen, weiß ich nicht. Aber die Hanse ist bei uns ja sehr schnell baubar. Weil es unser Spezialdistrikt ist, dann Spezialdistrikte werden immer in der Hälfte der Zeit gebaut von den normalen Distrikten. Unser nationsspezifischer Distrikt. 3er Nachbarschaftsbonus, 1, 2, 3 Ressourcen daneben. Ja? So. Haben wir hier irgendwo 3 Ressourcen nebeneinander, die wir nutzen können? An einer Flussbiegung heißt es im Chat. Ja, hier vorne. Sehr gut. Hier vorne, da ist es. Das wäre die Hanse. Nachbarschaftsbonus ein 3er.
drei Ressourcen drumherum. Und wenn wir jetzt einen Handelsdistrikt noch gut platzieren, der daneben liegt, dann hätten wir einen 5er Nachbarschaftsbonus. Hier, hier, da. Das wäre hier überall möglich. Oh, lala. Wir könnten sogar hier einen zweiten Industriebezirk daneben setzen. Nein. Nein. So machen wir das. Hier kommt das Handelszentrum hin. Hier kommt eine andere Hanse hin. Dann müssten wir hier oben noch eine Stadt gründen, das ist möglich. Dann hätten wir hier einen Dreier-Nachbarschaftsbonus durch die drei Ressourcen. Aquädukt würde einem auch helfen, gibt auch nochmal plus 2 für einen Industriebezirk. Aber dafür müssen wir die Stadt stehen haben, neben einem, also in der Nähe eines Flusses oder eines Berges. Ich zeichne erstmal das ein. Wäre das ein Handelsdistrikt? 3 Nachbarschaftsbonus für die Hanse durch die drei Ressourcen plus Handelszentrum nochmal plus 2 wäre plus 5 hier. Ich zeige euch nochmal den Tooltip, damit ihr das besser nachvollziehen könnt. Da steht das. Plus 2 durch ein Handelszentrum, plus 1 jeweils durch jede Ressource anbei. Ja? Und hier gilt das auch. Handelszentrum in der Mitte, 3 Ressourcen drumherum wären hier plus 5. Staudämme hier bauen. Gehen nicht Staudämme nur auf Schwemmland? Ich habe im Kopf, Staudämme gehen nur auf Schwemmland, wie das nennt ihr. Und ich sehe hier kein Schwemmland. Ja, hier steht's. Also ich sehe ja weit und breit kein Schwemmland. Wenn ihr eins seht, kreischte bitte auf. Ich sehe ja kein Schwemmland, deshalb sehe ich da keinen Staudamm. Also ist immer in diesem Fog of War nicht so ganz deutlich erkennbar. Schwemmland sieht im Fog of War zum Beispiel aus, so. So sieht Schwemmland aus im Fog of War. Und da oben ist nichts. Da ist nichts. Aquädukt kann man noch bauen. Das boostet auch. Das kann man noch planen. Wir könnten... So, wo setzen wir die Städte hin? Also eins hier links ist klar. Das ist jetzt hier noch irgendwo eines, hier eines und irgendwo noch hier oben. Wir müssen 2 Industriegebiete versorgen. Und 2 Handelszentren hätte ich auch gerne. Hier könnte man noch ein Handelszentrum hinsetzen, stimmt. Das ist ein Feld, das man gut kaputt machen könnte, guter Tipp. Aber wo könnte man noch eine Stadt hinsetzen? Wo sind gute Erträge? Die Stadt hier hat kaum Erträge und ist darauf angewiesen, weit in den Osten hinweg sich Geländefelder zu holen. Das heißt, diese hier, die braucht alle die Stadt hier vorne, die drei hier. Da sollte man einen kleinen Sicherheitsabstand einhalten. Ich würde eher Richtung Norden greifen. Wenn man zum Beispiel hier eine Stadt gründen würde. Ich zeichne mal ein Beispiel ein. Wenn hier eine Stadt wäre. Neben eine Stadt kann man ein Aquädukt setzen. Ein Aquädukt muss neben einer Stadt stehen und zugleich neben einem Fluss oder einer Oase oder einem See oder einem Berg. Dann könnte man hier zum Beispiel noch ein Aquädukt hinsetzen. Und dann hätten wir hier für das Industriegebiet hier nicht plus 5, sondern sogar plus 7 an Nachbarschaftsbonus. Aber mit derselben Begründung könnte man dann hier... Und das könnte das Handelszentrum von hier sein oder von woanders her. Und dann hätten wir diese drei Felder hier für die Stadt hier. Wir hätten Trinkwasser hier vorne. Wir hätten gute Erträge, würden Luxusgüter abgreifen im zweiten Ring, 2x Jade. Wir könnten uns hier gute durchfüttern. Die Pferde brauchen wir nicht zwingend. Kriegen wir noch eine Stadt hier irgendwo untergebracht? Geht immer im Abstand von 4 Feldern von der nächsten Stadt entfernt, ab dem 4. Feld. 1, hier soll eine Stadt hin, 1, 2, 3, 4. Würde hier eine hin, dann hieß es 1, 2, 3 bis hier, dann würden wir keine neue Stadt hier untergebracht kriegen. Das klappt also schon mal nicht. Dann könnten wir stattdessen von hier aus gezählt 4 Richtung Osten, 1, 2, 3, 4, hier die Stadt hinsetzen. Die fliegt raus, hier setzen wir sie hin. Dann könnten wir das Aquädukt, das wir hier nicht setzen, stattdessen hier vorne platzieren.
Aquädukt oder Handelsdistrikt, dann hätten wir hier auch den Bonus. Ne? Also, die werden etwas knapp nebeneinander, aber es geht. Die Stadt hier im Westen, der würden wir bei der Bewirtschaftung den Vorrang lassen, bei den Geländefeldern in der Mitte. Und von hier aus hätten wir Richtung Norden einmal Jade hier, die Pferde im Dritten. Es ist nicht cool, aber es geht so. Ah, das balgt sich ein bisschen mit Johannesburg. Es wäre eine kleine Stadt, ne? Aber es geht. Es ist sehr eng allerdings. Es ist echt eng. Johannesburg will ja auch viele Felder nutzen, aber es geht im Prinzip. Pferde werden im vierten Ring, richtiger Hinweis im Chat. Und dann könnten wir noch eine Stadt unterbringen hier im Osten. Auf diesem Feld. Und die Städte wären zwar nicht sehr groß, aber die wären durchaus ertragsreich, weil sie viele Bezirke hätten. Und wir Deutschen haben ja die Spezialeigenschaft, dass wir mehr Bezirke bauen können als andere Zivilisationen. Wir haben immer einen Bezirk mehr, können wir immer bauen, als es eigentlich vom Bevölkerungslimit ausgeht. Ja? Also hier eine Stadt hin, hier vorne hin. Und dann wäre das deren Industriegebiet. Handelsdistrikt ist von der Stadt oder von der. Wir haben noch eins. Könnten wir zum Beispiel hier hinsetzen. Noch ein Handelszentrum. Wir können sogar, naja, genau, naja. So kann es klappen. Da hätten wir hier vorne, um mal durchzuzählen, für jede Ressource einen Nachbarschaftsbonus, 1, 2, 3. Für das Handelszentrum plus 2, 5. Für das Aquädukt plus 2, 7. Für das Handelszentrum plus 2, 9. Plus einen Punkt, weil mindestens zwei Bezirke daneben stehen, das ist ein sogenannter kleiner Nachbarschaftsbonus, da wären wir bei plus 10. Wenn wir dann noch eine Karte reinnehmen, eine Politikkarte, die den Nachbarschaftsbonus verdoppelt, wären wir bei plus 20. Also das wäre nicht schlecht, das könnte man so machen. Ja? Das wäre eine plus 20, das hier vorne wäre 1, 2, 3, plus 2 von hier, das wäre leider nur die plus 5, die hier steht. Diese Stadt hätte also Priorität, dann würden wir die bauen. Die Aquädukte zählen nicht mit auf das Limit von Bezirken. Das heißt, wir hätten hier eins. Die beiden könnten wir sofort bauen von der Stadt aus hier. Die beiden könnten wir sofort bauen von der Stadt aus hier. Campus, ja, so können wir es machen. Ja, man kann darüber nachdenken, ob man bestimmte Ressourcen vielleicht entfernt, die mit anderen überbaut, aber das lohnt sich hier weniger als bei anderen Geschichten, weil ja die Ressourcen auch selber ihre Erträge geben. So, 1, 2, 3 Städte haben wir platziert. Kriegen wir im Norden noch eine untergepuzzelt? Hier vorne. Kriegen wir hier noch eine untergepuzzelt? Südwestlich von Lahore. Eine gute. Die reichen bis im dritten Ring. Hier wäre doch ein bisschen Süßwasser, sehr viel Nahrung, Luxusressourcen. Produktion könnte kommen über eine Hanse, wenn wir ein Feld hätten mit mindestens drei Ressourcen drumherum. Und das ist hier leider keines. Zwei könnte man abgreifen. Man könnte auf dem Schwemmland, was immer riskant ist, aber möglich, noch eine Stadt hinsetzen. Man könnte zum Beispiel hier vorne eine Stadt hinsetzen. So. Das ginge so. Dann hätten wir... Die wird oft überschwemmt, ne? Aber die hat enorme Nahrungserträge. Die Frage ist, woher bekommen wir die Produktion? Durch welchen Handelsdistrikt? Wird auf jeden Fall dann hier einen Hafen hinsetzen. Der kann nicht überschwemmt werden.
weil er schon auf dem Wasser ist und hätte einen Nachbarschaftsbonus von plus 3. 1 durch die Ressource hier oben, plus 2 durch die Stadt hier drunter. Ja. Ich würde weitere Distrikte ungern auf Schwemmland setzen, weil die halt schnell beschädigt werden. Ich würde es lieber hinsetzen, hier zum Beispiel einen hin. Oder hier, da können wir einen hinsetzen. Wenn wir da eine Hanse hinsetzen, hätten wir einen Nachbarschaftsbonus von plus 2. Und wenn wir dann die... einen Staudamm bauen würden, hier zum Beispiel. Weil den Fluss wollen wir sowieso ganz gerne... Ja, Staudamm kommt erst spät im Spiel, aber man könnte hier einen Staudamm bauen. Dann hätten wir plus 2 hier drauf. Dann hätten wir 1, 2 durch die Bonusressource, 2 durch den späten Staudamm hier. Aber es käme halt erst spät zustande. Staudamm muss auf Schwemmland gebaut werden und braucht mindestens 2 Flussfelder an 2 Seiten halt. Das wäre möglich. So sieht es hier aus. Da kann man mit arbeiten. Da machen wir noch hier noch welche in der Mitte und noch welche am Rand. Und wir müssen das im Osten noch weiter aufdecken. Sollen wir hier noch schauen, ob wir hier noch coole Felder finden? Entschuldigung, das ist die... Ich habe mich verklickt. Das ist die Anzeige der Stadtfelder hier. Da ist eine Stadt. Hier ist Druck von den Galliern, aber nur geringer. Das ist ein Vulkan. Das ist eine Dreier heilige Stätte. Das ist eine Fünfer, eine Dreier Campus. Das ist eine Fünfer heilige Stätte. Hier eine Stadt draufgesetzt. Direkt vor ihren Toren. Ist ein bisschen riskant, aber es geht. Da das Stadtzentrum. Plus 5. Nachbarschaftsbonus für die heilige Stätte, weil 1, 2, 3, 4, 5 Wüstenfelder drumherum. Das gibt auch sehr viel Produktion. Der Campus hier, 3 Nachbarschaftsbonus, ein Berg, zweimal hier vorne die, den geothermischen Riss. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Und das sind 3. Und dann müssen wir eine Ausschau halten nach einer Hanse. Ob der Berg hier links Wüste sei, ja, hatten wir mal geguckt, er ist Wüste. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Felder. Gibt es hier Platz für eine Hanse? Platz, ja. Gäbe es einen guten Platz für eine Hanse? Nein. Hanse eigentlich Faustregel immer neben Ressourcen. Sicher leider nicht. Wie weit hätten wir hier schon mal eine Stadt? Dann schauen wir uns noch ein Stückchen weiter an das Gebiet hier im Osten. Wir überlegen uns, ob wir hier noch eine reinsetzen, aber sollte auf jeden Fall auf dem hellgrünen Gebiet sein. Da hat man wenigstens ein bisschen Wohnraum von der Küste und einen Hafen setzt man auch. Das Rote könnte, kann die schon bewirtschaften. Also man könnte hingehen und könnte sagen, man baut eine Stadt hier vorne, direkt auf das Kap. Man setzt einen Hafen davor hin und man setzt ein Industriegebiet hier hin. Eine Hanse. Aber wirklich cool ist es nicht, aber es geht. Man kann das machen. Eine heilige Stätte könnte man, ja, hier oben noch dazu setzen. Die heilige Stätte hätte einen Nachbarschaftsbonus von 4. Man könnte sie auch hier hinsetzen, weil 2 Wälder, 3 plus 2 Wälder in Summe gibt auch noch, jeder zweite Wald gibt, glaube ich, 1, ne? Ja, ihr zweiter Wald. Also das hätte, da hätte man einen Nachbarschaftsbonus von 4 Wüstenfelder drumherum. 1, 2, 3, 4. Das hier vorne ist die Stadt. Dritter Ring kann man platzieren. Ein Industriegebiet.
hier eine Bonusressource, da eine Bonusressource, wäre nur zwei. Deshalb wäre der auch nicht so wichtig, dieser Hansedistrikt, aber sehr schnell baubar. Und hier ein Hafen, der hätte einen Nachbarschaftsbonus von 1 durch die Ressource, von 2 durch die Stadt, 3 in Summe. Das sind die, die wir im Augenblick platzieren. So, und damit können wir arbeiten. Plan ist weiterhin, wir haben in den, durch den Mittelaltermärkte einen weiteren Gouverneurstitel. Wir bekommen in Johannesburg, wenn wir mit dem Handwerker nach den Reparaturen der defekten Modernisierungen entweder die Steinressource wegroden oder den Walk wegroden, hätten wir danach den Audienzsaal fertig, das gäbe einen zweiten Gouverneurstitel. Ein dritter Gouverneurstitel entsteht nach den Mittelaltermärkten und dem Feudalismus in den Gilden. Wir brauchen eigentlich nur zwei. Dann befördern wir Magnus, holen wir uns ihn mit dem ersten Titel, befördern wir uns mit dem zweiten Titel Vorsorge. Dann verbrauchen Siedler, die in seiner Stadt entstehen, keinen Bevölkerungspunkt. Der wird nicht abgezogen. Und ihn, hatten wir gesagt, platzieren wir im Anschluss in Osterwunder, weil wir da sehr hohe Produktion jetzt schon haben und zusätzliche hohe Produktion bekommen durch die Hanse. Ja, in Osterwunder. Osterwunder hat auch genug Nahrungswachstum und wird gut expandieren. Und hier können wir dann immer wieder Siedler bauen, mit Magnus vor Ort, vielleicht wieder auch einen kaufen. Wir haben ein paar Felder hier eingesetzt, die unterschiedlich attraktiv sind, wo man noch ein bisschen Städte setzen kann. Und wir setzen alles drauf mit dem Späher, der hier unterwegs ist. Und einem zweiten Späher, der hier unten unterwegs ist, die Weltmeere noch zu erkunden. Und wir haben hier im Osten noch ein Schiffchen, ein zweites hier oben, eines vielleicht hier oben behalten, um alles zu verteidigen. Ein Schiffchen, das hier noch die Konturen abfährt. Es könnte sein, dass der Kontinent unbesiedelt ist oder nur im Osten besiedelt ist, mit den noch zwei Ziffs, die noch im Spiel sind. Auf jeden Fall könnten wir nachher auch noch einiges noch bauen. Dafür sollten wir ein paar Militäreinheiten rüberschicken, die auch was aushalten, um hier Beförderung, um hier noch weitere Erkundungen durchzutreiben, Bonusdörfer zu claimen, Barbarencamps zu killen. Die Freundschaft mit dem Galliern ist frisch erneuert, läuft nur 27, 28 Runde lang. Wir haben einen schönen Bonus, der uns belohnt, wenn wir unsere Religion, den Buddhismus, weit verbreiten. Dadurch gibt es Wissenschaft extra. Wir haben in einer Runde, glaube ich, genug oder in zwei genug Religion, um in Osterwunder einen weiteren Apostel zu kaufen. Je nachdem, welche Beförderung wir hat, benutzen wir ihn entweder für die Missionierung im Südwesten, um hier schnell viele Städte zu missionieren, um viel Forschung zu bekommen und um Druck auszuüben. Oder wir benutzen ihn dafür, um unserer, wenn er keine tollen Beförderungen hat, dafür ihn aufzulösen und unseren vierten und letzten Glaubenssatz zu holen. Missionare sind billig für uns, Apostel sind billig für uns, weil wir entsprechend mit dem Heiligen Orden arbeiten. Und dadurch würden wir uns nach einer Militärphase, die wir gerade so ein bisschen abgeschlossen haben, ein extrem gutes Fundament legen, wirtschaftlich, um dann in der etwas späteren Spielphase nochmal zuzuschlagen und vielleicht etwas unfriedlicher weiterzuspielen. Wir haben immer noch 3 Siegvarianten im Pott. Wir können uns holen einen Religionssieg. Das ist auf kleinen Karten möglich, wenn man so eine starke Religion hat, wie die, die bei uns anscheinend entsteht. Wir können uns holen einen Herrschaftssieg, auf kleinen Karten gut möglich. Wir müssen nur 5 ursprüngliche Hauptstädte, die ersten Hauptstädte erobert haben. Und auch ein Forschungssieg ist noch im Pott, auch wenn es nicht danach aussieht, weil unsere Forschungserträge so gering sind. Wir haben aber tolle Standorte hier für alles Mögliche, das ist alles noch möglich, ne? Wir haben als latente Drohung den Cooper, unser einzigen Nachbarn im Süden, der mit uns überhaupt nicht gut kann. Die Portugiesen dagegen sind weit weg. Die müssen erstmal zu unserem Reich durchkommen. Das wird ihnen schwerfallen, weil sie auch mit den Galliern sich nur mäßig gut verstehen. Wir sehen nicht, ob sie offene Grenzen haben, aber es würde mich irgendwie wundern. Auf jeden Fall gibt es im ganz, ganz viel, was wir jetzt noch erleben werden. In den nächsten Spielrunden und Spielstunden tolle Möglichkeiten, vor denen wir stehen.